Ey, dieser Scheiß! So, warte mal. Oh, oh. Oh, oh. Nein! Oh, Alter, ich hab so Schiss. Ah! So, Leute. Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Dark Souls. Part 4 schon. Ich hab mir ultra viel Kommentare am Wochenende gegeben. Mich freut es richtig heftig, wie gut die Folgen laufen. Es klingt nicht ab. Ja, normalerweise bei so einem Projekt ist es so, dass so man schon so ab der dritten Folge langsam merkt, dass das Interesse nach und nach schwindet, aber ist absolut nicht der Fall. Ich habe mir heute gedacht, wir haben jetzt mehrmals darüber geredet, dass ich vor 4, 5 Jahren dieses Game gezockt habe, allerdings mit der Prepare to Die Edition. Und ich dachte mir, ganz kurz zeige ich euch einfach mal meinen Spielstand. Habe ich mir selber jetzt noch gar nicht angeguckt. Bei Steam spielt, ich habe 26 Stunden gespielt, sind aber viel mehr. Denn ich erinnere mich, ich hatte damals noch eine Fernbeziehung mit Tamina und bin immer nach Hamburg getingelt und zurück mit dem Fernbus. Und da habe ich das immer auf dem Laptop gezockt, mit Controller. Fand ich super angenehm. Und das halt im Offline-Modus. Wir gucken mal rein. Spiel laden. Stufe 72. Spielzeit 40 Stunden. Krass. Okay, wir gehen mal rein. Ich will mir da auch gar nichts angucken. Also gar nicht die Gegend angucken und sonst was. Siehste, ich hab diese Sense. Junge, wie hässlich dieses Spiel ist, ne? Was war an der Prepare to Die Edition eigentlich besonders? Okay, wir gucken uns mal das Equipment an. Genau, Blitzsense, Blitzgroßsense plus 4. Die hat sogar Blitz drauf. Aha. Graswappenschild, Kompositbogen und schwarzer. Okay. Heftig. Was habe ich hier für Ringe? Okay. Hä, wie habe ich denn geskillt? Alter, was für ein Kacknub ich war. Wie habe ich geskillt? 32 Kondition? Aber nur 29 Beweglichkeit? Okay. Also, da habt ihr es mal gesehen, weil, ne, nur ganz kurz, Digga, nur ganz kurz. Ich bin in irgendeinem Gang, wo eine Wurzel ist. Ich bin richtig froh, dass ich jetzt in keinem offenen Gelände war und mir das Spiel tatsächlich jetzt, also der Spielstand und die Optik, was ich gesehen habe, mir jetzt gar nichts gesagt hat. Ist echt nice. Okay, warum ich das gezeigt habe? Heute ist jetzt der Punkt erreicht, an dem ich wieder Blanko bin. Also größtenteils. Ne, ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Ich rechne jetzt mit Erinnerungsfetzen und dass sich nach und nach wieder die Synapsen neu verknüpfen, Digga. Aber alles in allem ist ab jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo Dinge mich überraschen werden und ich auch häufiger sterben werde. Weil das ist bei Dark Souls einfach so ein Ding, was ihr jetzt wenig nachvollziehen konntet vielleicht, wenn ihr Dark Souls nicht kennt und das so bei mir gesehen habt oder seht. Gegner, Movesets. Ich mach mal fortfahren. Hä? Ich glaube, ich habe ein paar Mal einen Charakter erstellt. Aber der hieß dann nicht Henno, weil ich es mit Ä gemacht habe. Und der eine war, glaube ich, dann der Spielstand, den ich erwähnt hatte. Ja, okay, das ist richtig. Was wollte ich sagen? Genau. Also, bei Dark Souls ist es halt tatsächlich mit das Wichtigste, dass man die Attack-Movesets von Gegnern kennt, um auch die Gefahr einschätzen zu können. Und normalerweise lernt man das, indem man stirbt. Ja, mal gucken, wie es jetzt läuft. Also, ich habe mir ein bisschen was durchgelesen. Waren noch viele Tipps dabei. Erstmal, ich würde sagen, wir haben jetzt mit dem Glücksrad eine finale Version. Erstmal. Und zwar konnte ich jetzt jede einzelne Spalte mit was wirklich Coolem füllen, dank eurer Vorschläge. Übrigens auch schon großartige Intros, gerne mehr. So, Schlitz. Okay, ich mach die hier kurz. Alter, ich one-tap die halt. Ich würde einmal das kurz durchzählen. Also, auf der Nummer 1 haben wir die Mausefalle. Auf der Nummer 2 setze ich einen Ritterhelm auf mit Visier. Auf 3 haben wir die Shotgun. Auf 4 die kleine Gießkanne. Auf der 5 das Faktenbuch.
Auf der 6 darf ich meine Seelen nicht einsammeln. Auf der 7 kommt die Peitsche. 8 gibt es einen Eiswürfel im Nacken. 9 muss ich eine Trunkenheitsbrille aufziehen, aber keine richtige, weil die kosten arschviel Geld. Aber vielleicht kann man das im Laufe des Projekts nochmal upgraden. Das ist jetzt so eine Fun-Brille. Also man sieht damit schlecht. Auf der Nummer 10, Augenklappe. Ihr müsst ja auch an die Kombos denken. Augenklappe, Trunkenheitsbrille, Ritterhelm. Auf der 11 haben wir ein ganz neues Objekt. Das kam heute mit der Post. Und zwar ein Anti-Bell-Halsband, was Elektroschocke gibt. Und zwar ordentliche. Auf der Nummer 12 haben wir den Rohrstock auf den Arsch. Den habe ich ganz vergessen, den hatte ich die ganze Zeit schon hier. Auf der Nummer 13 Wäscheklammer ins Gesicht. Und auf der Nummer 14 bleibt Spende ans Tierheim. Da habe ich jetzt letztes Mal 5 Euro gesagt, aber ich dachte so im Nachhinein, ey, ist ja lächerlich. Ich habe das jetzt mal auf 15 erhöht. Und das ist so einsehbar. Ich habe ja mein Spendenprojekt immer noch fürs Tierheim. Das war ja früher immer unter meinen Streams. So ist es auch heute noch, aber jetzt streame ich ja nicht mehr so viel. Und den Link habe ich euch auch mal in die Videobeschreibung gepackt. Solltet ihr auch Lust haben, etwas zu spenden. Ja. So, den tritt ich. Also, inhaltliche Sachen. Ihr habt super viel geschrieben. Vor die rechts. Ja, gut. Das weiß ich ja mittlerweile, ne? Und zwar gab es wieder reichlich Tipps. Als erstes haben mir ganz, ganz viele gesagt, ich solle jetzt unbedingt zurück zur Brücke gehen. Na gut, den können wir mal kurz mitnehmen. Vielleicht lootet der was Gutes. Oh lol. Siehst du, da habe ich nicht geschlichen. Lootet. Droppt. Vielleicht gibt es hier guten Loot. Ich soll zurück zur Brücke gehen, wo der Drache ist. Und dort eine Tür öffnen, für die ich jetzt einen Schlüssel habe. Übrigens, auch richtig nice Kommentar. Meine Schläge machen je nachdem, auf welcher Range ich treffe, mehr Schaden. Ich habe mich ja manchmal richtig gewundert, warum ich manchmal so und manchmal so viel Schaden. 98, das war jetzt auf nächste Distanz. 98, merken wir uns mal. Aber wenn der Gegner sehr weit am Ende der Klinge erwischt wird, dann ist das mehr. Doch nicht. Hä? Okay, nee, aber also vielleicht war das jetzt doch nicht nah. Nee, doch recht nah. Der hat jetzt 138. Also, ja. Ich mache halt unterschiedlich Damage. Ich würde sagen, das liegt einerseits an der Panzerung der Dudes. Die sind unterschiedlich. Der hier war jetzt der mit dem Schwert und der mit dem Speer. Vielleicht sind die anders gepanzert. Keine Ahnung. So. Hier oben ist ja der schwarze Ritter. Den werden wir noch nicht machen. Weil der respawnt nicht. Und der hat halt, der kann guten Loot droppen. Ich will das sehr kontrolliert angehen. Warum haben wir 15.000 Seelen? Ich habe auf den Ring gespart, ne? Na gut. So, ihr habt gesagt, wenn ich jetzt nur B drücke, ohne Stick, rutsche ich runter. Sehr gut. Oh shit. Das ist sehr gefährlich. Okay, das ging nochmal gut. So. Also. Ich muss gerade ganz viel abarbeiten. Was ihr gesagt habt. Und meine Gedanken ordnen. Aber gleichzeitig überlege ich gerade halt wirklich, wofür die jetzt die 15.000 Seelen waren. Ich glaube, ich wollte diesen Ring in der Kirche kaufen. Erinnert ihr euch? Der mir Giftresistenz gibt. Weil ich glaube auch Schandstadt oder... Welche Schritte? Ach, ist oben, Alter. So, da hängt der Schwengel. Na gut, wir gehen mal weiter. Ich glaube gerade in Schandstadt ist Gift so ein Ding. Und Gift ist halt wirklich sehr nervig und sehr eklig. Versuch's mit Schalter. Hier geht's runter. Ach ja. Ja, dann komme ich wieder dahin. True. So. Moin Mädels, moin Jungs.
Ja. Das gab ganz gut Seelen. Hä, nochmal? Hä? Okay, ich muss anscheinend ganz schnell durchsprinten. Power on. 16. Jo, Hanno im Büro. Ein kurzer Test. Könnt ihr mich hören? Over. Super, dann legen wir mal los. Ah, heute starten wir sehr früh. Ich gehe schon mal los, ja, dass wir keine Zeit vertrödeln. Schalte mal um. Ey, schon wieder Mausefalle. So eine Scheiße. Hey, ist das jetzt dreimal hintereinander oder so? Dann präparieren wir nochmal. Schade, ey. Die freuen sich natürlich auch hier nebenan. Das sind alles Sadisten. Dass sie reingerufen werden, ne? Aber die Mausefalle, die bumst die ganz schön hart. Also. Nehmen wir heute wieder rechts. Ah, hat es den mittleren ordentlich erwischt. So, können wir weitermachen. Gut, also der Vorteil ist natürlich bei der Mausefalle, es geht schnell. Es geht schnell. Mann, ich hatte drei Menschlichkeit auch, ne? So eine Scheiße, Bruder. Alter, 50, okay. Fuck. Also man geht hoch, dann trigger ich den und dann gehe ich erstmal wieder die Treppe runter, oder? Würde ich sagen. Oder nicht? Weil der kommt ja gar nicht klar auf sein Leben. Mach doch Eier, wenn ich deinen Kollegen angreife, musst du direkt hier Heckmeck machen. So. Also. Mir wurde gesagt, ich soll die Scheiße da die Tür aufmachen. Da bei der Brücke. Nicht nach Schandstadt. Oder wie es heißt. Ich soll erstmal die Brücke aufmachen. Und wenn ich das mache... Oh, sick de lan. Ich meine... piep mal raus oder so. Oh, Balderschild? Warte mal. Das ist, glaube ich, ganz gut. Oder? Ihr habt mir... Achso, das regt mich richtig auf. Das regt mich richtig auf. Ich habe jetzt nicht erfahren in den Kommentaren... Mehr Blitzresistenz und mehr Haltung. Weniger Gewicht. Aber Magie. Ja, aber nehme ich. Ihr habt mir jetzt nicht geschrieben, ob der Keilerhelm jetzt gut ist. Und generell zu meinem Equipment gab es irgendwie kein Feedback. Aber dann gehe ich mal davon aus, dass das alles irgendwie Gucci ist, wie ich mir das so eingerichtet habe. Also ich wurde natürlich auch viel aufgeklärt in Bezug auf Belastbarkeit. Also es ist so, man macht eine schnelle Rolle, wenn man unter 25% der seiner Belastung hat. Also ich habe ja eine von 56 oder so. Und da liege ich drüber, über 25%. Und deswegen mache ich so eine mittlere Rolle. Hier muss ich übrigens immer hinten kurz stehen bleiben. Das ist die Erklärung. So. Und also... Ja, Mann, ist so viel Input gewesen. Ich versuche das gerade alles abzuklappern, aber werde immer interrupted, weil mir dann noch was auffällt, was mir schon gesagt wurde. Zum Beispiel hier, wenn man die von hinten angreift, da hatte ich ja so Probleme herauszufinden, wie das jetzt genau klappt. Man muss drumherum gehen und dann einfach in dem Moment, wo man schlägt, einen Moment stehen bleiben. In den Sachen kann manchmal was drin sein, beziehungsweise dahinter, hinter Truhen und Fässern. Sehen wir gleich auch noch alles. So, jetzt habe ich wieder vergessen, wo ich eigentlich war. Oh, die Ratten sind echt übel.
Boah. Sehr gut. Wichtig. Wo war ich? Scheiße. Doch, Equipment. Ja, Belastbarkeit. Einmal kurz besprochen. Ich habe 52 maximale Belastung und habe eine aktuelle Belastung von 20,2. Das ist über 25%, sogar fast die Hälfte. Deswegen mache ich eine mittlere Rolle. Eine leichte Rolle würde ich also machen bei, die Hälfte wäre 26, bei 13. Ja, bei 13 Belastung würde ich eine schnelle Rolle machen. Das heißt, ich muss eigentlich 7 Belastung verlieren und dann habe ich eine sehr flinke Rolle. Der hat 3,5, 3,5, 2,1, 2,1, ja. Ich meine, hier könnte man die anziehen, aber viel, ja, man könnte ohne Schild spielen, aber Schild ist schon sehr angenehm, muss ich sagen. Aber krass, also dadurch, dass ich eben die Prepare to Die Edition gespielt habe, merkt man jetzt erst, was sie mit der Grafik gemacht haben, ne? Das ist schon deutlich besser. Okay, das Wichtigste ist jetzt wirklich, dass ich meine scheiß Seelen einsammle. So, erstmal triggern wir den. Ich hoffe, ich werde hier unten nicht getroffen. Okay, er wurde nicht getriggert. Jetzt. Junge, hör doch. Jetzt? Ich muss, glaube ich, hier drauf. Ja. Alter, richtiger Ofen. Ist er jetzt geflogen nochmal? Ach, und dann landet er. Und dann gibt es die nächste Furia. Das hat jetzt aber auch richtig gut. Also, den kann man ja immer wieder schön triggern, ne? So, ihn da. Also, es geht um diese Tür. Diese Tür, da habe ich jetzt wohl einen Schlüssel bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wo. War das beim Bossfight? Die geht jetzt auf. Kellerschlüssel. Genau. Da ginge es jetzt chronologisch weiter. Ich würde jetzt aber erst ein paar Sachen abklappern wollen. Also erstmal würde ich gerne mit ihm hier schnacken. Nochmal. Oh, hello there. I will stay behind to gaze at the sun. The sun is a wondrous body, like a magnificent father. If only I could be so grossly incandescent. Ja, die himmeln ja hier alle die Sonne an, die Lappen. Oh, hello there. Okay. Oh, hello there. Kommt das daher? Nee, oder? Okay. Jemand hat doch gefragt, ob ich die Stimmen lauter machen kann. Ja. Machen wir mal auf 5. So. Ich würde jetzt Folgendes machen. Ich habe mir aufgeschrieben, was ihr mir alles auf den Weg gegeben habt. Also, bei dem Tauros-Dämon, oben im Turm, da gibt es witzigerweise, und genau da ungefähr habe ich das erfragt, gibt es Fässer, die... ich kriege auch meine Menschlichkeit wieder, wenn ich die Seelen einsammle. Das ist ja cool. Und in dem einen Fass ist so eine komische Scherbe. Die mir nach? Nö, oder? Nö. So, hier ist auch eine Markierung. Das ist wahrscheinlich Eidechse. Da. So, direkt gekillt. Funkeltitanit 2 und grauer Brocken. So, diese besseren Edelsteine. Ich habe letztes Mal was von Blitzscherbe und so gelabert. Das war falsch. Weil wir haben ja diese Scherben, mit denen erhöhen wir hier zum Beispiel das Ushigana oder andere Ausrüstung. Standardmäßig auf plus 1. Es gibt aber auch die besseren Metalle, Steine. Zum Beispiel Funkeltitanit. So. Das verbessert eine sonst nicht verstärkbare Waffe. Um plus 5. Gibt es wohl auch nicht verstärkbare Waffen. So, und der graue Brocken, den hatte ich auch bei meiner Prepare to Die Edition, glaube ich, auf die Großsense gemacht. Standardwaffe plus 14, Kristall, Blitzwaffe plus 4. Okay, wir werden uns da reinfuchsen mit der Zeit. So, dann gibt es hier wohl aber auch noch eine Seele, glaube ich.
Nee? Nee. Gut. So. Dann eine Sache, die ihr mir auch geschrieben habt. Ich kann mir die einzelnen Stats genauer erklären lassen, wenn ich bei meiner Ausrüstung Y drücke. Nee. Nee, wie? Du kannst dir die jeweiligen Stats wie Haltung und Robustheit auch erklären lassen, einfach bei der Ausrüstung, wo du mit X auf die Stats wechselst, Y. Also Satzbau ist halt auch so eine Sache bei euch, ne? Also hier gehe ich jetzt auf X und jetzt Y. Aber hier wird kein Stat erklärt. Ja, ich wollte mir halt mal das genau vom Spiel erklären lassen, Robustheit und der ganze Schmarrn. Na gut, egal. Weiter geht's. Nächste Sache. Viele Vorschläge gab es, ob nicht zum Beispiel Papo eine Folge lang oder für 10 Minuten neben mir sitzt und Flöte spielt. Das Ding ist, ich möchte die Leute da im Büro nicht zu sehr zeitlich hier einbinden. Und wenn das kann so ein Special sein, wie das, was ich mit Maxim vorgeschlagen habe. Aber das soll keine gängige Strafe sein. Stattdessen hat jemand vorgeschlagen, man könnte immer so alle Jubiläumstode sowas machen. Zum Beispiel nach 25 Toden kommt Maxim eine Folge vorbei. So, dann nach 50 Toden sitzt Pablo mit einer Flöte neben mir. Nach 100 Toden nervt mich Sterzig des Todes oder Etienne ist mal da über Teamspeak oder Discord. Das wäre auch ganz witzig. Naja. So. Dann, viele Leute haben Strafen vorgeschlagen, wie zum Beispiel Ohrfeigen oder so. Das ist halt alles nicht Corona-konform. Deswegen geht das nicht. So, und zu guter Letzt würde ich mir gerne Havels Ring holen. Und die Problematik hier ist, da kenne ich jetzt nicht das Moveset. Ich werde versuchen, ihn mit Rollen zu dodgen. Ist ein richtig fetter Gegner und der droppt einen richtig, richtig guten Ring, der mir 50 Belastung oder so mehr gibt. Und der ist wirklich... Wo ist er? Ach, noch weiter runter. Der ist wirklich nicht ohne. So, da ist er. Okay, ich muss irgendwie hinter ihn kommen. Und das die ganze Zeit machen. Der two-hittet mich halt. Okay, das läuft ganz gut. Der hat ja die krasseste Rüstung ever. Sieht man, glaube ich. Okay, es läuft aber ganz gut. Scheiße! Der one-hittet mich! Aber ich hatte ihn schon über die Hälfte, also es geht. Ach scheiße, ich muss, glaube ich, das andere Lagerfeuer auswählen. Okay. Let's go. Heilige Scheiße. So, schnell wieder hin. Ich rutsch da noch weiter runter einfach zum anderen Lagerfeuer. Ich weiß schon, wie ich das mache. Ey, wäre das jetzt wieder die Nummer 2? Ritterhelm mit Visier. Übrigens die ganze Folge.
Ja, jetzt wird es natürlich noch einfacher mit dem Havel. Dafür nehme ich mal Brille ab. Oh. Jetzt habe ich ja auch gar keinen Sound. Na doch, ich kann In-Ears nehmen. Daran habe ich gar nicht gedacht. Oh, ich höre mich hier drin ganz merkwürdig selber. Scheiße. Ja, das hätte ich besser vorbereiten können. Naja, aber geht ganz schnell. So. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob ich den nochmal versuchen soll, weil jetzt wird er natürlich deutlich schwerer. Weil ich werde gleich das Visier runterklappen. Das behindert schon sehr stark meine Sicht, muss ich sagen. Oh, jetzt scalen die Sachen auch so richtig übel, ne? Na gut. Alter, dass der... Also es hat mich sehr aus dem... Ich dachte, er wird richtig easy. Und auf einmal hat er mich sehr aus dem Konzept gebracht, als er einfach sein Schild weglegt. Und mit der Zweihandwaffe so richtig drauf dübelt. Holy shit. So, wie geht das jetzt hier nochmal? Oh Mann, immer das auch erfüllen. Nee, das war hier. Wo war denn das jetzt? Hier oben. Ach du Scheiße. Ja, jetzt seht ihr natürlich auch nicht mehr meine Mimik. Aber ist euer Problem. Oh Gott. Scheiße. Naja, cool. Wird eine gute Folge. So, komm mal her. Also es geht. Ich habe halt diesen Sichtschutz. Der ist schon recht dünn. Aber ja. Oh, da hat ein Spieler gerade die Glocke geläutet, Digga. Heilige Scheiße, ey. Vor allem das Fieseste hierbei ist tatsächlich das Gewicht. Das unterschätzt ihr sicherlich. Aber es ist noch in Ordnung. Ey, wenn ich den Havel da mit diesem Helm schlage, das wäre auch schon eine Leistung, finde ich. Wäre ich halt wenigstens kein One-Hit. Wisst ihr, was ich meine? Würde ich wenigstens einen Schlag aushalten, damit ich mich heilen kann oder so. Ja, durchrennen will ich auch nicht. Da habe ich Respekt vor, wenn ich unten zu den Ratten runterrutsche und auf einmal kommen hier alle hinterher, das wäre schon übel. Oh, leichte Armbrust. Mashallah. Achso, es gab auch eine coole Idee. Da können wir vielleicht nochmal switchen mit den... Alter, was mache ich hier? Da können wir nochmal switchen mit den Strafen. Und zwar hatte jemand vorgeschlagen, immer wenn ich sterbe, muss ich einfach bis zu meinem nächsten Tod mit einer anderen Waffe spielen. Und so sieht man da nochmal andere Sachen. Also andere Movesets und so, weißt du? Man ist halt so ein bisschen gezwungen, aus seiner Comfortzone zu gehen. Wenn ihr das cool findet, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich das dann auch abusen werde. Und dann immer halt eine zweite gute Waffe habe und gar nicht irgendwie andere Waffen benutze. Vielleicht kann man das irgendwie noch ein bisschen... Ja, weiß ich nicht. Ja, mal gucken. So, jetzt wird's gefährlich. Boah, das war knapp. Ich sehe halt nichts. Scheiße mit Reis. Aber die machen halt keinen Schaden. Und nicht viel. Alter, ich sehe nichts. Ja, da habe ich mich ein bisschen bewegt. Der Bereich am Rücken, um diesen Crit zu machen, ist tatsächlich sehr groß. So, jetzt werde ich hier runtergehen.
und von der anderen Seite mir mich ranfighten. Ich glaube, das ist Risiko. Ja. Kann ich mich jetzt ans Feuer setzen, ohne dass meine Seelen dahin verschwinden? Alter, meine Nase juckt. Boah, scheiße, Bruder. Na gut. Die sind halt alle im One-Tap, glaube ich. Ja. Oh, das Baldur-Schild ist schon ganz nice. So. Das hier finde ich fast mit am gefährlichsten. Nevermind. Ah, kann ich das hier jetzt mittlerweile aufmachen? Ah, nee, das ist ja von der anderen Seite. Ja, genau. Okay. So, den kann man, glaube ich, skippen, oder? Ich hoffe. Ja, den kann man wohl skippen. Höhlenkriegerhelm. Sehr gut. So, die da oben kann man auch skippen. Jetzt kommen die Jungs. Ach, der Ambruschschütze. Boah, scheiße. Der kommt doch. Die Sau. Wie viel Leben? Alter, ich muss halt legit meinen Kopf heben, um mein Leben zu sehen. Was ist mit ihm denn? Weg mit dem. Moin. So. Tschüss. Jetzt juckt meine Nase schon wieder. Hier drunter ist irgendein Staubzeug oder so. Es ist doch nicht wahr. Oh. Oh ja. Ich kann jetzt auch gar nicht trinken, ne? Warte mal. Hier war runter. Jetzt geht's wieder los. Hier, sehr gut. So, das ist jetzt nicht ganz risikofrei. Also wichtig ist wirklich, meine Seelen einzusammeln. Und dann könnte ich erstmal zurück und Leben skillen, dass ich kein One-Hit mehr bin bei ihm. Das wäre, weil dann ist, glaube ich, easy. Na gut, let's go. Also das Problem ist halt wirklich, ich sehe mein Leben nicht mit dem Helm. Und meine Nase juckt. So. Okay, alles cool. Ich werde hier wieder runterspringen. So. Kann der parieren? Jetzt wird's schwierig. Doch nicht. Holy shit. Okay, okay. Stechen. Zack. Komm schon. Zack. Okay. Zack. Oh, das ist gut. Nicht zu viel wollen. Max, bleib ruhig. Bleib ruhig. Ja! Ja! Ah! Aua! Ich darf hier drin nicht schreien!
Scheiße, das hat so weh getan. Havels Ring. So. Sehr gut. Erhöht maximale Ausrüstungslast. So. Auf 78. Ist immer noch Mittel, ne? Jetzt ist schnell. Wollen wir das mal kurz errechnen? Also sagen wir 80. 40, 20. So. 4,2. Das heißt, wir sind ganz leicht drüber. Haben wir vielleicht einen Helm, der ein bisschen leichter ist? Hier, der hier? Nee. Der. Geil. Perfekt. Okay, wo ging's hier lang? Finsterwurzbecken. Finsterfurzbecken. Ey Mann, weißt du, das regt mich auf. Jetzt gerade in der Folge, wo es nicht, also wo es jetzt blind ist, kann ich nicht sehen. Drecksformat. Halbe Stunde. Oh Gott, noch eine Stunde. Es ist halt wirklich belastend, so zu spielen, bin ich ehrlich. Alter. Heute habe ich mir gedacht, komm, ein Stück Kostüm, das hatten wir jetzt noch gar nicht. Das ist aber auch irgendwie wack, weil das also es handicapt einen ja nicht. Wo muss ich lang? Ich sehe nichts. Hier, so. Ich gehe jetzt skillen. Nee, oder ich hole mir den Giftring. Aber da hat auch niemand was zugeschrieben, Mann. Ich bin so verunsichert. 20.000 habe ich. Der lebt. Der lebt ja. Auch so, wie ich skillen sollte und so. Also zu meiner Ausrüstung kam halt wirklich wenig Feedback. So, ihr seht sie. So, diese Rolle ist halt... Und ich bin halt super schnell. Das ist geil. Okay. Also... Ja, hört doch auf. Boah, Junge, du siehst krank aus. Okay, also. Ich... Ja, hole ich mir diesen Giftring. Ich weiß ja nicht, was es noch für potenziell gute Ringe gibt. Vielleicht gibt es besseren... Ah, wir steigen erstmal auf. Und zwar, was machen wir denn? Ja, da bin ich ein bisschen überfragt. Also, wir können ein bisschen Kondition gehen, dass wir dann doch den krassen Helm anziehen können. So. So, und dann Dexterity und vielleicht ein bisschen Leben. Aber vor allem Dexterity. So. Zack. Stufe 27 sind wir schon. Warte mal. Ach, stimmt, das macht ja nur 5 Flakons, Digga. So, jetzt Helm. Nein! Ja, ich brauche noch einen Punkt. Ja, aber der geht. Okay, immerhin, ein bisschen besser. So, Jungs. Ich mache jetzt mal ein bisschen Dampf, ja? So. Ey, wie easy die jetzt sind. Es ist so nice, diesen Progress in dem Game zu spüren. Mann, ey. Und ich habe so richtig Bock, krasse Gegenstände jetzt zu farmen. Ach, was gehe ich denn hier lang? Aua. Ich muss zurück. So, hier unten wäre ja auch noch ein schwarzer Ritter, aber dann lassen wir mal in Ruhe. Also, wir klettern. Alter, ich bin fast in den Abgrund gerannt, oder? Alter, ich sehe halt die Dinger. Also so, ich konzentriere mich halt sehr auf einen Spot. Ja, ich kann hier schon durchgucken. Deswegen gegen den Havel, das ging jetzt eben schon. Oder Havel. Das Ding ist, die Havel ist ein Fluss, die fließt hier in Spandau lang. Jetzt ist es auf einmal ein Typ. Wie spreche ich den aus? Geht's denn hier hoch? Ach ja. Warte mal. Also ja, ich kann mich auf einen Gegner ganz gut konzentrieren. Aber
So was in den Ecken ist, keine Chance. Ey, dieser Scheißdrache! Aua! Ich darf echt nicht schreien. So eine Scheiße. Hä? Ich verstehe nicht, wie der funktioniert. Weil mal... Ja, mal so, kann das sein? Ich musste mal... Ey, nervt das. Wirklich. Das nervt. Boah, jetzt sterben wir aber häufig. Scheiße, ey. Naja, ist ja hier direkt um die Ecke. So, was haben wir? Oh, oh. Oh, oh. Nein! Ich glaube, es peitsche. Nein. Ja, es ist peitsche. Scheiße. Jo, Henno aus dem Büro. Ich bräuchte mal jemanden, der zum Auspeitschen kommt. Over. Sie schickt mir den besten Mann. Dann kommt, glaube ich, Patrick. Könnte ich mir vorstellen. Oh, geil, dass die Seelen hier... Philo! Warte, warte, ich setze Maske auf. Achso, die ist mir hier runtergefallen. Okay. Also. Du bist eigentlich unser schlechtester Peitscher, oder? Ich bin der Beste. Wo ist sie? Ja, warte. Also den Helm muss ich ja aufbehalten. Mann. So. Also erstmal Leute, das ist Felix, einer unserer neuen Junior-Influencern. Dein YouTube-Kanal ist Philo. Und hier ist deine Peitsche. Okay. Genau, willst du ein bisschen testpeitschen schon mal? Ich würde einmal testpeitschen. Dann gehe ich mal hier zur Seite. Es muss richtig knallen oder was? Also mach das nach eigenem Ermessen. Okay. Aber pass auf, ne? Achso, setz dir mal eine Brille auf. Die ist da vorne in der Kiste. Eine Schutzbrille. Eine Head of Blood Schutzbrille. Eine Head of Blood Schutzbrille? Ja, ist wichtig. Irgendeine? Ich hab sie. Achso, ich. Ja. Achso, ja, das ist die Trunkenheitsbrille. Schon eine, die ein bisschen mehr Schutz garantiert. Ein bisschen mehr Schutz. Das ist eigentlich die Henkerbrille. Okay. Oh ja, wir müssen noch so ein Henker-Outfit. Die bietet Schutz, ja? Ja, die bietet Schutz. Aber kann ich da durchgucken auch? Ja, ja. Ah, okay. Ist sie. Naja, okay, lass mal knallen. Ich würde es kurz knallen lassen? Ja. Was? Na, das sie? Es war halt ein Schlag, aber es war kein Knaller. Mach mal mit. Ja? Ja. Nee. Warte. Du musst mehr nach hinten die schwingen lassen. Viel also nach hinten? Ja, ja. Oh ja! Der war mies. Ja, okay. Okay. Ja, okay. Scheiße, okay. Okay. Also, wie gesagt, nach eigenem Ermessen. Ja. Wo soll ich am besten auf dich treffen? Am Rücken oder? Am besten Rücken, klar. Okay. Jetzt noch nicht. Okay. Scheiße. Das Schöne ist. Es gibt so verschiedene Techniken. Man kann auch irgendwie so peitschen, ne? Ja, man macht das mal nicht wegen der Technik. Ich werde es nicht tun. Okay, das Schöne ist bei diesem Helm, der hat ja auch Nackenschutz mit den Ketten ja, und so. Ja, ist auch wichtig, glaube ich. Wichtig und richtig, so. Willst du noch ein Stück nach vorne gehen? Obwohl, nee, so passt. Ja, so passt. Ja? Ja. Ich lass knallen, ja? Ja. Oh, Alter, ich hab so Schiss. Hab ich dich nicht getroffen? Nein. Ich hab mich am Bein getroffen. Ah! Alter! Offene Wunde! Ah! Wo hab ich dich getroffen im Endeffekt? Oberschenkel! Alter! Ah, ich glaube, das ist mit die mieseste Stelle, die du hättest treffen können! Ich hab einfach ausgeholt! Warum lässt du denn die Scheiße auch über dich ergehen, Mann? Ah! Ja, schön, vielen Dank! Ja! Ja, da bist du! Gerne wieder! Ja, yeah, nee. Oh, scheiße. Das war heftiger als die Shotgun. Ja, cooles Format. Ah, der hat unironisch
Der hat unironisch richtig wehgetan. Junge, ich darf nicht sterben. Oh, richtig auf hinten, da wo der Oberschenkel so runterschwabbelt. Wisst ihr, wie ich meine? Oh. Ich hab's gejinxt. Ich hab gesagt, er ist unser schlechtester Peitscher, aber er hat den Überschallschlag jetzt rausgehabt. Man hat's richtig gehört, soundtechnisch, den Unterschied. Das scheppert. Scheiße, ey. Vor allem, wenn ich häufig sterbe, komme ich auch wenig voran. Das ist nicht gut. Ich darf nicht sterben. Ey, letzte Folge nur einmal, ne? Boah. Scheiße. Jetzt. Oh, nee, ey, komm. Was mache ich mit meinem Leben? So. Wunderbar. Ja, Freunde, es geht weiter. Alter, ich krieg ja Panik. Ein Stückchen. Okay. Los geht's. Also dieser scheiß Drache, ja? Ich sehe nichts, bin gegens Geländer gerannt. So. Ich glaube, jetzt muss er... Will der mich verarschen? Hey, was soll ich machen? Ey, da unten im Raum! Es hat wieder wehgetan im Ohr. Ey, er ist so nervig. Okay, ich renne jetzt. Am Rand. Hä? Ach so! Ach so! Er macht immer zweimal. Also immer, wenn man ab einer gewissen Grenze fängt er einfach an zu atmen. Und das hat eine gewisse Range. Und eben war ich zu langsam. Okay, dann haben wir jetzt 5 Flakons. Estus, Digga. Machen wir mal weiter. Ich sehe nichts. Ist es jetzt blind? Ich hab... Ach, scheiße, ey. Ich muss richtig den Kopf so und... Okay, das geht... Okay, ist richtig tief. Holy shit, ich kann mich nicht erinnern. Okay. Ich hab keine Ahnung, was kommt, ne? Es... Hä? Okay. Okay, da geht's hoch. Und es geht runter. Schleichweg. Was hier hoch... Oder was? Soll ich hier schleichen? Oder ist das ein also eine Abkürzung? Oh, ich höre was. Hä? Wo sind die... Ach so! Ach so! Wie geil! Jetzt sind wir hier! Wie gut! Wie gut! Jetzt muss ich nicht mehr beim Shit-Dragon lang. Wie gut! Ey, das Level-Design von Dark Souls ist halt anders. Das kenne ich aus keinem Game, dass das so krass ist. Wirklich. Das ist so... Wer auch immer das gemacht hat, ist halt 5-Head. 6-Head. 7, 8. So, das ist ja eh nur ein 5er. Aber ich könnte noch mal Dings... Kondition erhöhen. So, jetzt kann ich bestimmt den besseren Helm ausrüsten. Zack. Nein! Mann! Alter! Krass, richtige Kniesehne durchgezogen, Alter. Junge, die Peitsche war echt alles so heftig. Alter, ich habe das Gefühl, ich blute am Bein. Vielleicht tue ich es wirklich. Das Problem ist, es, also das Fachpersonal hier,
Das ist ja höchst geschult im Umgang mit Peitschen. Und, oh mein Gott. Höchst geschult im Umgang mit Peitschen. Und deshalb wissen die halt haargenau, wo die Peitsche trifft. Ne, ist ja klar. Oh, lol, beinahe. Und die wissen halt auch, wo es am meisten wehtut. Und das merke ich. Ja. Ach, ich erinnere mich ganz grob. Jo, hier kommt ein richtig heftiger Boss gleich, glaube ich. Wie mache ich die? So? Ja, mit Stechen. Hä, der ist gestorben an den Flammen? Ich sehe nichts. Ja, die vergiften. Nee, bluten. Oder was? Oder Gift? Okay. Also hier ist Feuer. Alter. Okay, die sind One-Tap. Kommt noch einer? So, was ist hier? Kann ich nicht lang? Alles genau angucken. Nee. Hier ist ein Beet, oder was ist das? Okay, wir haben zwei Wege. Wir können hier lang oder hier lang. Oh Junge, ich kann mich ganz dunkel erinnern. Hier gab es irgendwo so einen Boss, der war richtig... Der hatte richtig Rasierklingen. Brauchst Kaufmann. Was ist Kaufmann? Somebody. Please let me out of here. Somebody. Any help me. Unlock the door. Damn. I'm finished. How did this ever happen? Dafür ist der Anwesenschlüssel. Vom Kaufmann. Brilliant. You opened the door for me. Thank you. I'm saved. I thought I might never escape. Wie können wir hier drin kämpfen? I am Vinheim, a sorcerer of the school. Oh. I am much obliged for your assistance. Vinheim ist ja ein Königreich, glaube ich. Okay. Gib mir. I'm fine. I will rest a while, then return to Firelink Shrine. Ah, der geht auch dahin. And I will be more cautious next time. Besides, I have an important task at hand. Okay, aber welche? Oh hello, I'm fine. I have my sorcery. Besides. Okay, oh, ich darf nicht schummeln. Okay, dann rolle ich hier mal lang. Oh! Oh! Aha. Ziemlich gut. Also, was heißt ziemlich gut? Aber für das Gewicht? Oder? Ja, perfekt. So, wir gehen jetzt hier lang. Alter, ich sehe nichts. Okay, hier sind ein paar Leute. Die haben Fackeln. Die haben Fackeln. Hallo? Boah, Alter. Aber ich habe ja... Irgendwo... Ich brenne, oder? Nee. Irgendwo gab es auch eine krasse Giftwaffe. Ich glaube, das war hier. Hier gab es irgendwo eine krasse Giftwaffe. Okay, die sind aber easy. Ey, mit Schild ist das Leben so einfach. Ich sag's euch. Kauft euch ein Schild. Ein Schild hilft wirklich in allen möglichen Lagen. So, was haben der? Was hat der? Doppelmenschlichkeit, ey. Fast so gut wie Doppelklang. So, was haben wir hier? Hier geht safe irgendwann mal weiter. Ich erinnere mich, es gab einen Kanal. Und ich glaube, das war der Kanal, der knapp hinter dem Feuerbandschrein kommt, wo man sich da so hochkämpft. Und dann, da war auch eine Ratte drin, ihr erinnert euch vielleicht. Und da gab es so zwei Gitter.
Die konnte man aber nur von der anderen Seite öffnen. Warte mal, hier muss doch mehr sein. Und ich glaube, da auf der anderen Seite, da gibt es irgendwo eine krasse Giftwaffe. Und ich dachte hier, dass, das kommt mir bekannt vor von früher, dass hier sich der Kreis schließt. Ja, aber ganz ehrlich, was soll das für ein Bereich, was soll das für ein Bereich sein? Ja. Komisch. Hoppala. Oder? Komisch. Na gut. Okay. Also doch nur eine Richtung erstmal. Gut. Lügner. Wer jetzt? Ich, Digga? Wie Lügner? Dass das hier keine Mauer ist, oder was? Alter, was ist mit dem los? Das hier sieht ja... Also, ich glaube, ich werde irgendwann einen Gegenstand haben, der diese Bretter wegmachen kann. Vielleicht brauche ich eine besonders schwere Waffe. Oder eine magische Waffe. Ist auf jeden Fall ein anderer Sound, aber ich glaube, es liegt eher an der Waffe. Ja, keine Ahnung, Leute. Hier steht Lügner. Na gut, was haben wir hier? Versuch's mit Rundumschlag. Hier ist einer gestorben. Angreifen. Ich bin... Oh, lol! Hä? Ich hab da jemanden drin gekillt. Ach, kommen hier gleich Leute raus aus den Türen? Aha! Und ich kann das so ein bisschen abusen, dass ich die kille. Wahrscheinlich, wenn ich da hinten hingehe, öffnen sich hinter mir die Türen. Und die Leute kommen raus und wollen Hackmack. Hier war auch noch eine Tür. Nee, okay. Gut. Achso, hier war so ein Brunnen. Nee. Gut, dann gehen wir weiter. So. Okay, 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 okay. Einer. Jo, wer ist er denn? Oh! Wirft der Dolche oder Messer? Noob. Okay, und die waren auch hier drin, ja? Crazy. Okay, geiler Tipp. Oh, der hat sogar Loot hinten. Nee, gar nicht. Da ist nur eine Leiche. Kettenbrecher? 0,5 Gewicht. Kritisch 120. Ah, der macht hinten mehr Damage in den Rücken. Oh, der Helm, Alter. Das Gewicht, Digga. Na gut, halbe Stunde noch. Oh, ich krieg jetzt schon Rückenschmerzen. Also im oberen Rückenbereich. Naja, ist ja auch keine Belohnung, das Rad der Qualen, Digga. So, was hier? Heller Ort. Geil. Ja, ist ein heller Ort. Hä? Ist das relevant? Ob der Ort hell ist? Für die Viecher oder so? Ciao.
Ich glaube, hier kommt gleich ein Boss, der ziemlich heftig ist, wenn ich mich richtig erinnere. Holy shit, Alter. Ist aber auch ein halber Jumpscare immer, ne? Oh, drei Stück. Was macht er denn für Turnübungen? Oh, die machen auch Bluten, ne? Okay. Ja, guckt euch das an. Da ist einfach schon der nächste Boss, meine Fresse. Den sollte ich nicht mit... Oh mein Gott! Den sollte ich nicht mit Helm versuchen, bin ich ehrlich. Ah! Das sind meine Klamotten, die ich hier zum Start hatte, als Vagabund. Jetzt kriegt man die normalerweise erst. Holy shit. Okay. Versuch's mit Menschlichkeit. Vor dir Zerfeind. Versuch's mit Menschlichkeit. Vielleicht meinen die, dass man sich, dass man Menschlichkeit konsumieren soll, um dann einen Kumpel zu rufen? Habe ich übrigens nie gemacht früher. Okay, also ich glaube, mit dem Helm sollte ich den wirklich nicht probieren. Auf der anderen Seite, was will ich jetzt sonst machen? Also ich könnte ins Finsterwurzbecken. Ja. Da könnte ich hin. Wie bin ich da nochmal hingekommen? Wo war denn das? Ach ja, unten bei Havel. Einfach weiter. Das könnte ich auschecken. Oder ich mache jetzt einfach diesen scheiß Boss. Das Ding ist, ich habe hier auch gar kein Feuer in der Nähe, ne? Ich habe jetzt auch nur drei Tränke. Das ist alles scheiße gerade. Ich erinnere mich, bei dem musste man immer irgendwie hochklettern. Und dann sich droppen lassen mit dem Schlag. Das weiß ich noch. Ey, wir machen den jetzt. Ich gehe tatsächlich... Gehe ich nochmal zurück? Ich habe halt echt wenig Tränke. Also was ich machen könnte... Ich könnte tatsächlich... Warte, wo sind wir? Ja. Ich könnte da oben das Lagerfeuer mal upgraden. Dann habe ich 10. Ja, das mache ich mal. Das hätte ich vielleicht auch direkt machen sollen. Weil ich bin da so oft. Wirklich. Und ist auch echt um die Ecke. Jetzt kenne ich auch da unten alle Gegner. Komm, wir machen jetzt den scheiß Boss. Amena. So, dann Aushöhlung umkehren. Jo. So, dann entfachen. Genau. Très bien. Und jetzt sehen wir menschlich aus. Ey, richtiger Sunny Boy, ne? Wir sind jetzt richtiger... Oh, ich muss irgendwie so ein bisschen mehr über die Rückenhaltung kommen. So. Alter, hätte ich einen Bogen, ne? Ich würde die jedes Mal so wegholen. Na komm. So, ich will jetzt wirklich keinen unnötigen Schaden nehmen. So viele Tränke, wie es nur geht, saven. Oh, ich sehe nichts. Okay. Jetzt kommen die Hundis. Die stechen wir ab. So. Nummer 2. Gab es aber auch noch einen dritten, oder? Ja, da. Na komm.
Okay. So, jetzt mache ich sicherheitshalber die Fackel-Dudes. Nicht, dass die irgendwie noch angeschissen kommen, wenn sich da die Türen öffnen. Na kommt. Okay. Easy, easy, easy. Die geben halt auch kaum Seelen, ne? Ja, müssen die wissen. So. Aber das Schwert ist schon geil, ne? Also auch mit der... Mit der Länge, Junge. Die Range ist halt wirklich insane. So. Jetzt machen wir den Jungen. Ach lol, das ist offen jetzt. Es ist offen. Ja, ja. Okay. Banditen besser. Hüllendieb-Kapuze. Warte mal, gab's nicht noch einen? Nee, ne? Hüllendieb-Kapuze. Kapuze, Digga. Jo, die wiegt gar nichts. Und gibt ein ganz bisschen Schutz. Hm. Na gut. Okay. Oh. Hä, da leuchtet's lila drin in der Hütte. Na ja, gut, Bretter vernagelt, Digga. So, Hundi, wow, wow. Hallo? War hier nicht ein Hund? Ach, das habe ich ganz vergessen, das Fass. Na komm. Ich wusste es. Wer macht aber nichts? Boah, ich bin hier fast am Bluten. So. Hüllendieb Strumpfhose. Gibt es eigentlich auch Set-Boni? So, mir wurde gesagt, ich darf die nicht hauen, sondern soll gegenrollen. Ah, ich wusste es, ich hab's gehört, Alter. Aus dem Helm. Verlorener Untoter. Was ist hier? Ah. Na gut. So, dann. It is Boss Time. Once again, Alter. Holy shit. So, hier habe ich alles. Gut. So. Jetzt ist halt die Frage, wie geht das? Oh! Den kenne ich. Yalkon, das ist der vom Anfang. Phantom wird gerufen. Okay. Hat's geklappt? Hat's geklappt, Digga? Bist du jetzt in der Leitung? Hä? Ah, da ist er. Okay. Du bist friendly, ne? Okay, cool, cool. Ach, hier geht's auch runter. Ja, gut, lass uns reingehen. Hä, der verliert ja Leben. Okay. Erstmal die Ads. Ich sehe nichts. Der konzentriert sich gerade nicht auf mich. Er ist ja übel easy mit dem. LOL! Das war's! Aua! Hä, was ist Dark Souls für ein Müllgame? Ist ja viel zu einfach. Einmenschlichkeit, Boss for free.
Haben die diese Mechanik eingebaut mit irgendeinem Patch, als alle rumgeheult haben, dass es zu schwer ist? Ich habe den früher allein gemacht und ich bin direkt hier hochgerannt, weil ich das jetzt wieder in Bewusstsein hatte. Der ist dann da unten und dann machst du einfach den die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Und rennst immer wieder hoch und versuchst den so zu treffen. Aber habe ich jetzt irgendeinen Nachteil davon, dass der mir jetzt geholfen hat? Geschafft. Ja, gut. Okay. Also, ich habe einen Schlüssel bekommen. Was habe ich noch bekommen? Eine Waffe? Niemand hat doch was zur Gargoyle-Helebarde gesagt. Wisst ihr, was ich meine? Wobei, ich meine, ich habe es ja, glaube ich, ganz gut auch auf den Punkt gebracht. Ach, oh, das hier. Warte mal. Das ist ja in allem besser. Ach so. Haltung ist da, ob der Schlag durchkommt oder nicht, ne? Guck mal, 40 Haltung. Und das hat 63. Aber ist halt deutlich leichter. Ja, aber ich habe das Schild ja vor allem gegen physischen Schaden. Okay. Hier irgendwas? Gargoyle-Helm. Ach ja! Ach ja! Alter, bin ich dumm! Alter! Ich bin ja so dumm! Okay. Habe ich... Was habe ich denn eben bekommen? Ja, ich glaube nur einen Schlüssel, ne? Und halt so Menschlichkeit und so ein Kram. Ah ja, und so ein Sonnenlicht... Stimmt, so eine Sonnenlichtmedaille. Diese ultimative Ehrung wird jenen gewährt, die den Sonnenlichtkrieger herbeirufen und ein Ziel meistern. Ah. Okay. Gut. Okay. Alter, wie viel Menschlichkeit. Huch. Irgendwer meinte, Abfall ist übel gut. Öffne Tür der Haupthalle des Untoten. Was habe ich denn eben bekommen? Schlüssel zu den Tiefen, oder? Öffne Tür der Tiefen in unterer Untotenstadt. Ja, Übersetzung, glaube ich, ein bisschen holprig, aber hier ging es ja runter. Meint ihr das? Ich habe den einfach First Try gepackt. Was für eine lächerliche Scheiße, Bruder. Vor dir links. Ja, das dachte ich mir schon. Aber danke, Bro. Kuckuck. Alter, was eine Schweinebacke. So. Arschloch. Okay. Ich glaube, hier ist das irgendwo mit der Giftwaffe. Ich erinnere mich an diesen Gang. Hier dann hoch? Aber wir gehen erstmal da durch. Guck mal, da ist Loot. Was hier? Viel Erfolg. Hä? Ah, Schlüssel zu den Tiefen benutzt. Sehr gut. Hä, was mit ihm? Große Seele, sehr gut. Okay, wir gehen jetzt trotzdem hier erstmal hoch, weil wir wissen, da schließt sich wieder irgendein Kreis. Ich schwöre es euch. Hä? Alter, der Hund. Ja, geil getroffen. Glückwunsch. Oh, wir haben auch echt viele Seelen bekommen, ne? Ach ja, ich soll mir auch die Boss-Seelen unbedingt anschauen. Das ist safe die Kanalisation hier. Oh, moin. Ich bin gleich wieder bei dir. Und hier geht's zum Feuerbandschrein, kann das sein?
Hier ist die Ratte, oder? Nicht? Doch, das ist hier, ja. Da hinten ist die Ratte. Ja, geil. Warte, dann pass mal auf. Wobei, wir haben noch 8. Wir haben noch 8 Tränke. Scheiß drauf. Sonst wäre ich jetzt erstmal wieder zum Feuer gegangen. Also. Der Typ ist, glaube ich, ein Händler. Und von dem gibt es, glaube ich, irgendwas mit Gift. Irgendwas und Giftpfeile. Eine krasse Giftwaffe. Da erinnere ich mich dran. Ich schwör's euch. You still have your senses about you. Ah, eine junge Dame. Won't you buy some of my moss? I need your souls. Alter, alles klar? This is a wonderful place, don't you think? We have water, moss, moisture, these nice iron bars. I like it here, I really do. Nothing good ever happened to me in life. But now that I'm undead, I've never been happier. Okay. You've come to this land at a bad time. There are nothing but hollows in these parts. Save for me, of course. You're undead too, aren't you? You be careful then. Ah, go down along the side to reach the depths of the undead bird. Only unkempt crooks and liars to be found there. Hardly a place for a lady like myself. But who knows? Maybe you'd fit right in. Wahrscheinlich so ein Hinweis, dass man da auch lang sneaken kann. You've come to this. There are enough, you're on. Okay. Verringert Blutungszunahme, verringert Giftansammlung, heilt Vergiftung, mindert Gift. Wurfmesser mit Gift? Jaucheküchlein? Fügt Waffe der rechten Hand Feuer hinzu. 500 nur? Das ist später noch wichtig. Fügt Waffe Gift hinzu? Okay, wir haben hier die Möglichkeit, unserer Waffe Gift- oder Feuerschaden zu geben. Ich würde jeweils mal einen mitnehmen. Come again, if you please. Hey, das ist ja mega gut. Leute, was soll ich machen? Was soll ich nehmen, Digga? So, wir gehen jetzt erstmal hier rein und ich hoffe, da gibt es ein schönes Feuerchen. Moin, Leute. Alter, ich sehe gar nichts. Aha. Versuch's mit Hoffnung. Was? Mit Hoffnung? Junge, kann ich mir von Hoffnung was kaufen oder was? Moin. Ich sehe nichts. Ey, ey. Wirklich. Okay. Okay. Die geben auch schon 60 hier, ne? Untiefen. Große Seele. Achso, ihr habt mir gesagt, ich soll mir unbedingt die Bossseelen angucken. Und die kann ich auch benutzen, um irgendwie meine Waffen auch zu verbessern. Rollen. Ja, mach ich ja. Entspann dich. Warum ist hier der Tipp Rollen? Warum sterben hier Leute? Ey, wie scheiße sind die Leute, die hier Dark Souls spielen? Ey, was ich auch mal gerne wissen wollen würde,
Wie bin ich eigentlich? Stehe ich mich gut an? Oder weil, oder? Weil ich habe gestern, Sterzik hat jetzt angefangen, mit Dark Souls. Der hat das auf Discord mir gestreamt und ich habe mich kaputt gelacht. Der ist ja so oft, der hat so reingeschissen, Bruder. Der ist da oben. Die ganze Zeit verreckt am Anfang. Die ganze Zeit. Hilarious. So, Jungs. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Oh lol. Oh lol. Wer ist er denn? Hä? Kommt der hoch? Übel. Junge, das ist übel. Der Koch. Ich erinnere mich. Übel, der Butcher. Stimmt. Oh, den jetzt auch noch, wa? Na gut, 10 Minuten haben wir noch. Oh, da steht einer. Das sehe ich. Du miese kleine Ratte. Okay, dann machen wir den jetzt auch noch, wa? Der wird wahrscheinlich richtig viel Blutenschaden machen. Sind hier Ads? Oh, Junge, ey, den mit Helm auch noch. Komm. Gönn. Scheiße. Okay. Okay. Wo ist dein Leben? Oh, Hälfte. Easy. 1000. Lu, oh, drop doch bitte was. Der sieht so aus, als ob er was Krasses droppen könnte. Naja. Der wird wahrscheinlich auch nicht respawnen. Alter, wo bin ich? Ey, das ist wirklich ein ganz schwieriges Level mit Helm. Ich sehe nichts, Mann. Da ist was. So. Oh. Oh. Oh, eine Truhe. So, was steht hier? Leben. Wie Leben? Das ist ein Topf, Junge. Okay. Ich muss ja echt alles ablaufen, damit ich alles mal erkenne. Wisst ihr? Es tut mir leid. Okay. So, hier geht's ins Wasser. Und da ist wieder so ein Hundi. Dann komm mal her. Nicht? Dann nicht. Hä, kommt er doch? Nee. Gut. Okay. Große Glut. Das klingt groß gut. Nee. Schade. Hä? Ist ein Schlüssel. Zur Waffenveredelung erfordert Glut. Okay. Das ist... Ach so. Hä, warum ist das bei Schlüssel? Ich dachte, das hier wäre so zur Veredelung. Okay, wieder was gelernt. Gut. Gut, ich würde das mal hier noch... Oh. Soll ich da runterfallen? Nee. Oder? Gibt's hier Tipps? Warum ist da kein Tipp? Ja, wobei, das wäre dann wahrscheinlich eh auch wieder verarsche. Na gut, dann gehen wir mal hier weiter. Na komm. Oh lol.
Okay. 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 Hier ist eine Tür. Nee, was ist das? Fenster? Noch ein Fenster? Hey, wo geht's denn hier raus? Ach so. Aha, aha. Hier liegt ein Typ. Okay. Ich brauche mal langsam Feuer. Leute. Ich brauche ein Feuer. Schönes Lagerfeuer. Noch einer? Willst du mich verarschen? Kommt er näher? Der hat was gelootet. Er gedroppt. Sack. Lol. Okay, crazy. Der wiegt einfach gar nichts. Okay. Okay. Ey, es ist so anstrengend mit dem Helm. Ich scheiß mich wund. Lagerfeuer, bitte. Oh, oh. Das sieht nicht gut aus. Wenn hier schon so viel Markierungen sind. Oben. Sorry, Leute, ich sehe nichts. Kopf. Ich erkenne nichts. Es tut mir leid. Ich... Oben, Kopf. Hä? Oh! Oh mein Gott! Was muss ich machen? Was ist das? Ich wurde zweimal gewarnt, aber ich sehe es nicht wegen dem Kackhelm. Junge, muss aber eher aufstehen. Gib mir doch bitte ein Lagerfeuer. Bitte. Ist das eine Zwergentür? Die sind alle gestorben. Ey, ich gehe zurück. Der ist mir nicht geheuer. Da, wo der Koch gerade herkam, da gehe ich jetzt hin. Junge, 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 Junge. Boah, Alter. So, da lang. Ich habe das Gefühl, ich war hier schon ganz nah an einem Feuer. Oder? You. Yes, you. Here, over here. Please. You must help me. Ich sehe nichts, Bruder. Es tut mir leid. Wo? Oh, da ist einer im Fass. Ja. Okay, ich mach's vorsichtig kaputt, ja? So. Thank you. I would have been a supper without you. Been eaten alive. I started to think. Thank you. Thank you dearly. I am Laurentius, Lord the Great Swamp. I will not forget my debt to you. Ja, dann gib mir Loot. Oh, hello there. I'm fine, thanks to you. Das habe ich nicht gefragt. Oh, hello there. Der scheint Magier zu sein. Okay. Erstmal alles zerdeppern. Okay. Ja, gut. Was ist hier? Vor dir Feind. Ah, das ist wahrscheinlich der Koch gewesen, ne? Er hier. Fatty Mac Speck. Okay, dann halt doch wieder da lang. Ey, what the fuck?
Aber warum sterben hier so viele Leute? Also... Was steht hier jetzt? Feuer. Falle. Oh. Oh. Deswegen sterben hier Leute. Das sehe ich sogar mit meinem Helm. Ja, aber... Okay. Kann ich die mit der Armbrust runterholen? Ich habe halt Schiss, dass er mich nochmal anspringt. Ja, siehste? Springen die mich an? Okay, next. Hä? Okay. Ich hab so Schiss, dass die mich anspringen, weil dann bin ich halt tot. Guck mal, die switchen, die rotieren richtig. Ich glaube, die dürfen mich nicht berühren. Ich habe keine Ahnung, wie die funktionieren. Aber ich spiele das lieber vorsichtig. Oder? Oder will ich was riskieren? Ich denke auch immer, die platzen, wenn die sterben. Und da kommt noch einer. Die eklige Scheiße hier unten. Ist ja widerlich. Mein Gott. Widerlich. Ja. Nein, den will ich doch gar nicht. Ich wäre so will. Ach, ich wette, so cleart man alles auf einmal. Man lässt den kommen, dann fliegen die drauf und dann brennen die alle weg, oder? Okay, das geht, das geht. Okay. Gut. Okay, okay, okay. Easy, easy. Boah, ist aber auch ein zäher Kampf, ne? So, das war's, ne? Oder? Gut. So, was hier? Oh. Hoppala. Pass auf, Trost. Was ist, was Trost? Ich kenne nur Prost. Ich will ein Feuer, ihr Arschlöcher. Ich will einfach nur ein Feuer. Oh, da ist eine Leiter. Aha. Oh! Ach du Scheiße! Das ist mal eine fette Ratte. Oh. Oh. Okay. Ich komme gleich wieder. Junge, was geht hier ab? Ist ja ein widerliches Level, ne? Ja! 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 Oh, Leute. Oh. Also, ich muss sagen, oh Gott, oh mein Gott. Ich glaube, ich hatte noch nie so lange einen Helm auf, tatsächlich.
Alter, dass ich das auch direkt im Early Game bekomme, ne? Gut. Krass, dieser Raum, der führt, also das ist auch kein Verbindungsstück. Das ist einfach nur, sollte man Generalschlüssel haben, hat man hier die Möglichkeit zu rasten. Okay, das war eine weitere Runde Dark Souls. Ich würde mir noch einmal die Bossseelen angucken. Müsste ja hier sein. Da. Wurde mir gesagt, ja, Bossseelen, krass. Daraus kann man Waffen schmieden. Nee, ich habe gar keine. Hä? In den Kommentaren stand, ich soll mir die Bossseelen aufheben oder so. Und dann kann ich mir daraus krasse Waffen... Ach, vielleicht kommen da noch? Ja, keine Ahnung. Gut. Das war eine weitere Runde Dark Souls, meine Damen und Herren. Wir haben richtig viel Progress gemacht und richtig viel abgeklappert. Schreibt gerne eure Kommentare. Hashtag HennoSouls auf Twitter für Intros. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir haben jetzt 3 Tage hintereinander Dark Souls. Also morgen direkt wieder. Bis dann. Tschüssi.